Also, ich kann es nicht beurteilen, weil ich würde gerne, wenn, dann mit dem Betreffenden sprechen. Vielleicht hat er ein besonders hehres Ziel vor Augen gehabt oder sonst etwas. Ich kenne seine Motivationslage dazu nicht. Ich kannte sie auch nicht. Ich glaube, das spielt sich gerade in so einem Fall, der dann letztlich auch in einer Tragik endet. Vielleicht spielt sich da bei jemandem auch etwas ganz anderes im Verborgenen ab, dass er zu solchen Dingen greift. Ich würde das als menschliche Irreleitung in irgendeiner Form sehen, die ich auch einem Parteifreund nachsehen würde, weil ich generell ein Mensch bin, der auf Menschen so zugeht. Sie wissen, Strafverteidiger, da habe ich mit Menschen zu tun, die andere Dinge haben, und ich respektiere und akzeptiere sie auch immer als Mensch. Und daher, ich würde mit ihm wahrscheinlich sprechen, aber vielleicht hat sich hier auch etwas aufgebaut, das sich zu diesen tragischen letzten Ereignissen auch geführt hat in seinem Wesen. Aber das ist also Spekulation von mir, da lehne ich mich zu weit hinaus, da fehlt mir jeder Sachverstand.